Bauer aus dem Feld hat einen wunderschönen Kürbis geschickt und den wollen wir natürlich heute ganz besonders fein verarbeiten und auch veredeln. Hallo, ich grüße Sie recht herzlich und herzlich willkommen in der Kameras Mühle. Wir werden heute für Sie einen Kürbis zubereiten mit frischen Steinpilzen und Jakobsmuscheln. Wir haben den Kürbis halbiert, entkernt und die Schale von dem Muskatkürbis abgeschnitten. Jetzt schneiden wir kleine Scheiben oder große Scheiben. Schneiden wir alles ein bisschen rechteckig und dann werden wir den Kürbis hochlanchieren. So, alles am Haken ist sauber. So. Kannst du weg tun vorher. Wir machen das jetzt zusammen. Wir arbeiten mit Olivenöl. Wir mal alles vorbereiten. Gucken wir mal. So, der hat Biss. Der Kürbis, den brauchen wir nicht. Den lassen wir abtropfen einfach, da ist dann gerade die Temperatur. Mal gucken. Einmal frei. Du musst, wie gesagt, Biss haben. Dann nehmen wir die Pilze an, braten und den Kürbis zusammen. Also, geht los, ne? So, die werden angebraten. Salz, Pfeffer, ne? So, jetzt gehen wir also kurz anbraten. Dann geben wir die Kürbis dazu. So, mal nachwürzen. Und wir brauchen aber jetzt vorhin die Jakobsmuschel so rein. Wie komme ich da? Das ist zusammen fertig. Das ist zu weit hier. Die Pilze. So. Geht das gleich nun? Hanamund, Koriander haben wir ein bisschen dabei, ne? Salz, Pfeffer. Und eine ganz kleine Prise. Zucker geben wir dazu, zum leichten Karamellisieren. Ganz leicht, ganz wenig nur, ne? So, dann nochmal ankaramellisieren. So, in der Zeit. Waren die Gewürze vorhin? Ja. Okay, fahren wir nur die andere Seite dazu. Okay. So, ich brauche mal jetzt. Natürlich die Premium-Qualität, die wir hier haben. An der Größe sieht man das schon, ne? So, gut einnehmen. So, das probieren wir nochmal. So, dann komm, jetzt probieren wir alle beide mal. Brauchen wir mal ein Stück Kürbis. Rot, ja. Sehr gut. Der Koch sagt, es ist sehr gut. So, das sieht natürlich raffiniert aus. Sehr raffiniert. So, wir fangen dann an mit Anrichten. Ja, Wahnsinn. Von vielen Leuten wird der Kürbis einfach in Deutschland unterschätzt. Aber der Trend läuft jetzt dahin, dass das wieder alles in die alten Bahnen läuft.